Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Online mit eurem Ortega. Es geht weiter in einer neuen Folge. Und was werde ich heute tun? Ich habe jetzt gerade an Cripsy Line 20 Spenden verteilt. War eine der täglichen Herausforderungen. Und als nächstes habe ich mir gedacht, hier, heute und jetzt vielleicht den Mount Hagen zu besteigen. Gucken wir mal auf die Karte. Ich habe es bereits markiert. Das ist das Ziel, das ist die Mission. Den Mount Hagen zu besteigen. Und zwar gibt es dafür heute eine Goldbelohnung. Ja, warum gibt es eine Goldbelohnung? Klar, weil eine tägliche Herausforderung. Und ich habe mir gedacht, ich mache es mir heute mal gemütlich. Oder ich mache es mir mal, naja, leicht würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich will diesen Berg besteigen. Und das ist jetzt mal so das Erste, was ich mache. Einfach mal einloggen. Zack, 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 zack. Und einfach mal einen Berg besteigen. Das ist mal so das allererste. Sollte unterwegs nicht allzu viel passieren, denke ich. Und wenn doch, dann werden wir da auch schon eine Lösung dafür finden. Da ist mein neues Pferdchen. Das ist ein Misery Foxtrotter. Und der hat mir besonders gut gefallen. Und das ist eigentlich ist ein Weibchen. Es ist ein Weibchen, ja. Und, ja, mein neues Pferd. Ich kann mal näher reinzoomen. Moment. Halt, so. Jawohl. Neues Pferd. Machen wir hier so. Jetzt. Ah, ganz ein süßes, ganz ein nettes Pony. Ja, es ist kein Pony, es ist ein Misery Foxtrotter. Und ich würde sagen, ich reite jetzt mal los. Zum Mount Hagen. Das war meine Idee. Und das werde ich jetzt mal so umsetzen. Dann geht es erstmal durch die Landschaft. Wir können ein bisschen die Landschaft genießen hier beim Reiten. Hatte heute auch einen anstrengenden Tag. Und muss wieder viel arbeiten. Aber jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir mal hier ein Video. Und ich reite mal zum Mount Hagen und besteige diesen Berg. Und anschließend habe ich mir so gedacht, könnte man mal gucken, vielleicht könnte man mal zur Abwechslung eine Schatzkarte machen. Hatten wir auch noch nicht in eins der Videos, glaube ich. Schatzkarte. Muss man mal gucken, wo und wie, welche. Und dann werden wir mal sehen, wie es sich ergibt. So, ich werde mal ein bisschen in die Hufen steigen jetzt. Und ich übertreibe mal. Oh, ein schöner Wasserfall. Eine wunderschöne Landschaft hier. Guck doch mal selber hier. Wunderschöne Landschaft. Ich kann mich nur wirklich freuen über diese ganzen Landschaften. Es ist ja eigentlich nichts Alltägliches, was man so sieht. Den ganzen Tag, man sieht ja eigentlich immer nur Arbeit. Aber wenn man es genau nimmt, man sieht eigentlich keine Landschaft oder sonst irgendwas oder die Natur. Man sieht eigentlich meistens ja immer nur Arbeit, 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 Arbeit. So ist es. Leute, so ist es. Und wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Und wer kein Geld kriegt, hat ein Problem. Das ist leider die Realität heutzutage. Also nicht nur heute, es war früher schon so. Also wollen wir es nicht schönreden, dass früher alles besser war. Es ist heute vielleicht sogar noch einfacher wie früher. Diesen ganzen Schnickschnack, den man so hat. Aber es ist ja auch ganz schön, weil man kann sich dann eben freuen auf so Tage, wo man dann einfach mal so ganz gemütlich Red Dead Online spielen kann. Und sich hier zumindest die Landschaft anschauen kann. Wie schön das hier eigentlich alles ist. Na gut. So, ich sehe schon Berg, Berg, überall Berg. Den Mount Hagen zu besteigen ist, würde ich sagen, so eine der gemütlichsten Herausforderungen. Natürlich im Real Life einen Berg besteigen ist jetzt keine easy Herausforderung. Ich glaube, da würde man sich schon schwerer tun, aber in dem Fall machen wir das online. Haben wir jetzt auch kein Problem damit. So, es zeigt sich immer mehr Schnee. Wir sind am Ziel. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich gerade? Jetzt ist es 6.57 Uhr. Eine tolle Zeit, um einen Berg zu besteigen. Eine gute Zeit, um einen Berg zu besteigen. Ich muss nur gucken, wie weit ich letztendlich mit dem Pferd komme. Da hinten ist irgendwas. Sieht aus wie ein
Oder irgendwas Schwarzbrennermäßiges auf der Karte. Wenn es mir auf der Minimap jetzt mal links angezeigt ist, was? Aber ich spare mir das. Ich will auf jeden Fall auf den Berg rauf jetzt. Das war mein Ziel, auf den Berg rauf. Und das machen wir jetzt auch. Der Mount Hagen. Und ich bin gespannt, wie weit ich hoch muss, um diese Belohnung zu bekommen. Ich bin momentan vom Multiplikator ziemlich weit oben bei 0,2 Gold. Da rentiert sich dann schon auch mal hier so einen Berg zu besteigen. So, jetzt geht's durch den Schnee. Vielleicht sind ja auch noch andere hier, die auch dieselbe Idee haben, den Berg zu besteigen. Wir werden sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Ich werde mal auf defensiv schalten. Ah, ich bin sogar auf defensivem Spielstil. Keine Lust, da oben Ärger zu bekommen auf dem Berg. Nicht heute und nicht jetzt. Noch am besten irgendwann. So, da geht es aber jetzt schon weit rein hier, sehe ich gerade. Zum Mount Hagen hoch. Also ich denke mal, die Markierung ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Die sollte eigentlich genau dahin führen, wo ich hin will. Geht's hier durch. Mit Bäumen vorbei. Jetzt geht schon weiter bergauf, ja. Ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt schon hier oben bin, beim Pferdchen mal was Gutes tun. Zumindest mal eine Möhre. Und mir selbst könnte ich auch was Gutes tun. Vielleicht, wie wär's mit gekochtem Krabbenfleisch? Ja, toll. Gekochtes Krabbenfleisch war doch von der letzten Herausforderung noch irgendwie so. Und wenn da was übrig ist, dann natürlich auf jeden Fall zuschlagen. Fleisch kochen als Herausforderung ist natürlich immer Gold wert, weil es halt einfach auch Gold gibt dafür. Und das sind so die einfachsten Herausforderungen, sag mal, wenn man sagt, okay, man will die Herausforderungen, die täglichen Herausforderungen musst du ja mindestens eine am Tag machen, um eben dein Multiplikator zu erhöhen, also dass du halt einfach mehr Gold bekommst. Das sind dann immer 28 Tage am Stück. Also mal einmal am Tag kurz einloggen, wenn man auch keine Zeit hat oder so. Einloggen und dann einfach schnell irgendeine Herausforderung vom Lager aus machen. Funktioniert ja eigentlich ganz gut vom Lager aus. Dass man da einfach mal... Ah ja, gut. Ah, cool. Okay, ich habe den Berg bestiegen mit meinem Pferd zusammen. Und den Gipfel des Mount Hagen bestiegen gab jetzt in dem Fall, ich glaube 0,2 waren es jetzt, ja genau. Und dann sind wir jetzt hier oben am Berg und können uns hier und hier oben auch ein bisschen die Landschaft anschauen. Schauen wir mal, ob wir da was sehen. Ja, das ist doch... Ja, Vorsicht! Ah! Oh! Not good, nothing, nothing. Pferdchen? Ich glaube, meinem Pferdchen geht's nicht gut. Nee, geht's aber gar nicht gut. Die Josephine, das war nicht so gut. Na gut, okay. Alles wieder in Ordnung. Halt, Josephine, komm her. Josephine, warte mal, ich muss jetzt hier mal... Stellen wir mal hier hin, hier stellen wir uns her. Moment. Pferdchen muss auf jeden Fall gefüttert werden jetzt. Und was könnte man dem Pferd noch Gutes tun? Striegeln. Ich habe noch nicht die volle Verbundenheit mit dem Pferd. Leider Gottes. Und streicheln kann man das auch, das Pferdchen? Ja. Jawohl. Okay, also das hätten wir auch. Die Frage, gibt es hier irgendwas? Mal gucken, was hier gibt.
Nee, hier gibt's nichts. Okay, ich würde sagen, da kommt der Nächste, der den Berg besteigen will. Ich gucke in die Tasche und dann wollte ich nicht nur den Berg besteigen, sondern vielleicht die ein oder andere Schatzkarte machen hier. Den Citadel Rock, den Lake Isabella, die niedergebrannte Stadt, den Kamassa River, den Little Creek und den Breach, keine Ahnung. Was machen wir denn? Wie wäre es mit dem Lake Isabella? Nee. Citadel Rock. Der ist doch immer ganz beliebt, der Citadel Rock. Für Schatzkarten. Na gut. Wo ist das? Das ist ein kleines Stück weiter weg, aber das macht nichts. Da können wir hinreiten. Ich denke mal, da können wir hinreiten. Und können dann noch einen kleinen Schatz suchen. Jawohl. Weil ich muss ja auch ein bisschen meine Dollars auffrischen, mein Gold auffrischen. Da braucht man mal wieder ein bisschen nachfüllen. Da sind die Schatzkarten dann ganz gut. Und die rentieren sich ja auch. Ja, wo geht's denn hier lang? Bin ich jetzt hier falsch oder was? Nee. Oh, hier runter. Ist aber auch gefährlich hier. Bin ich tatsächlich hier hochgekommen, echt, oder? Bin hier hochgekommen. Moment, 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 Moment. Hier geht's runter. Hier geht's runter, jawohl. Perfekt. Hier lang. Hier lang. Wunderbar. Gefällt mir doch. Endlich wieder so ein bisschen festen Boden unter mir zu haben. Ist auf jeden Fall die Absturzgefahr nicht so groß wie vorhin. Kommt vor, ihr wisst selber, es ist einfach so. Im Laufe der Zeit wird man einfach irgendwann stürzen oder man wird einfach irgendwo runterfallen oder es passiert einfach immer wieder mal. Ja. Also, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier den Online-Modus schon spiele, also doch schon ein paar Monate. Und da ist es leider immer wieder so, dass einfach der Tod ist einfach allgegenwärtig. Der ist einfach da. Ja, ich denke mal, jeder, der irgendwie stirbt und sich mordsmäßig darüber aufregt oder irgendwas, ist komplett fehl am Platz. Es ist einfach bei dem Spiel ist es wirklich so, dass der Tod einfach an jeder Ecke lauert. Es ist so. Also kann man jetzt sagen, der eine ist ein super geiler, toller Spieler, der andere ist voll die Pfeife oder so. Das kann man jetzt sagen oder das kann man jetzt irgendwie so hinstellen oder irgendwas. Aber ich denke mal, Übung macht den Meister bei dem Spiel. Und wer es einfach lange Zeit spielt, hat ein bisschen Routine drin. Aber es ist einfach eins der Spiele, wo ich sage, wo man eigentlich auch wirklich auch mal stirbt. Ja, man kennt es von so Spielen, ja, Schwierigkeitsmodus leicht oder irgendwas, spielst Ewigkeiten und drei Tage und stirbst nicht einmal und dann hast du es durch und dann langweilst dich eigentlich schon wieder. Aber hier ist es halt doch einfach so, ich steige jetzt mit dem Pferd hier hoch und falle runter und dann bin ich halt tot. Ja, und dann wirst du dann, wenn ihr dann beim Social Club einfach mal reinguckt und seht eure Statistiken ein in eurem Online-Modus, könnt ihr machen, also geht auch im Internet, also einfach hier in Google ein. Social Club hier von Rockstar. Loggt euch ein und guckt einfach mal eure Statistik durch. Also ich habe das gemacht und ich schaue mir das auch öfters gerne mal an. Und ihr seht dann auch komplett, wie oft ihr gestorben seid. Ja, und dann fällt schon auf, hey, hoppala, ich bin oft gestorben oder so. Und dann denkt ihr so, hey, wie oft kann man denn eigentlich noch sterben? Aber es ist eigentlich ganz normal. Also ich denke mal, die einen Spieler sterben viel öfter wie ich. Die anderen sterben fast gar nicht. Die anderen sind wirklich schon fast perfekt in dem Spiel und andere haben es halt wieder nicht so gut drauf, sage ich mal. Das ist, ihr merkt ja auch, wenn ihr irgendwie eine Shootout-Serie macht vielleicht, wenn euch das interessiert, aber ich glaube, es ist jetzt nicht meine Sache. Oder mal ein Pferderennen macht. Wenn man so ein bisschen Spielerfahrung hat, dann kann man da schon mithalten. Also so ein Pferderennen kann man auch mal gewinnen. Also mir ist es jetzt zwar schon ein paar Mal passiert, dass ich dann auch mal so aber als Achter oder als Zehnter durchgehe oder so. Das kommt aber mal vor. Und dann gibt es halt auch mal Tage, hey, da wirst du halt mal Erster. Da schaffst du es halt dann einfach mal auf dem ersten Platz. Aber das ist halt einfach so,
dass es da Spieler gibt, die Zeit investieren, die wirklich jeden Tag spielen vielleicht sogar und wirklich stundenlang, die da einfach mehr Übung haben und die dann einfach besser sind wie du. Ja, wenn du spielst und du ärgerst dich, ja, und warum kann er das so gut und ich nicht und so, aber es ist eigentlich nicht so. Du hast halt einfach nicht die Zeit manchmal, das Spiel einfach komplett zu studieren und komplett perfekt zu spielen. Das geht halt einfach manchmal nicht. Ne? Besonders für Neuansteiger ist es halt dann auch immer so, denk mal, viele sind eingestiegen in den Online-Modus und haben den Story-Modus nicht gespielt. Finde ich absolut ein No-Go. Also Leute, nehmt euch den Story-Modus vor. Wenn ihr das Spiel spielt, kauft nicht nur den Online-Modus, nehmt euch den Story-Modus vor und spielt den einfach mal durch. Und so habe ich angefangen. Ich habe erstmal lange Zeit mit mir gehadert, ob ich es überhaupt spielen will und ja, habe den Story-Modus gepackt, habe ihn durchgespielt und dann war es okay. Dann hast du einfach diese Grundkenntnisse. Und dann weißt du auch, wie du das Spiel am besten spielen kannst und du lernst ja im Spiel selber eher, wie es funktioniert, als wie jetzt über diesen Online-Modus. Ja, du ärgerst dich zu Tode hier, wenn du jetzt anfängst zu spielen und loggst dich dann ein und verreckst halt an jeder Ecke einfach, weil du halt einfach nicht merkst, dass dir die Übung fehlt oder die Routine einfach fehlt. Ja, auch mit dem Reiten, ja, du kannst jetzt auch hier gegen einen Baum reiten, sage ich jetzt mal, weil du halt einfach nicht aufgepasst hast, aber das ist halt auch irgendwo Übungssache, Routinesache und dann passieren die meisten Tode eigentlich nur noch durch Unachtsamkeit, sag ich mal. Also durch Unachtsamkeit stirbt man eher als wie dadurch, dass wenn man das Spiel beherrscht, dass man Fehler gemacht hat. Also klar, Fehler macht man immer, aber naja, was rede ich auch. Ich will ja jetzt hier kein vom Pferd erzählen, aber wie gesagt, es ist halt einfach ein Spiel, das sehr allumfassend ist. Es hat viele Möglichkeiten. Die Steuerung ist jetzt auch nicht gerade so tricky. Ja, die Steuerung ist einfach ein bisschen komplizierter wie bei anderen Spielen. Also ich habe auch lange Zeit, was weiß ich was, gespielt, Resident Evil oder sonst irgendwas oder mal eine Aufbausimulation. Aber hier ist es halt einfach so, die Steuerung hat so ein bisschen was für sich. Die ist so ein bisschen eigen sogar. Was ich eigentlich gar nicht mal schlecht finde. Das ist eine ganz eigenartige Steuerung, die wir hier haben. Die Tastenbelegung ist eigentlich ziemlich logisch. Aber ansonsten musst du halt einfach schauen, bei den Möglichkeiten, die du hast, wie du es mit der Steuerung hinkriegst, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn du das dann beherrschst nach einer gewissen Zeit, es braucht eine Zeit, bis man sich eingespielt hat, bis man die Steuerung raus hat und so weiter. Und wenn du das hast, dann dann spielst du das mit links, sage ich dir jetzt einfach mal. Und hier bimmelt schon was. Ich bin nicht weit weg vom Schatz. Es bimmelt hier. Also hier ist der Schatz irgendwo. Und ja, es bimmelt. Es bimmelt oder bimmelt oder bammelt oder bumm. Vielleicht muss ich hier lang. Ich kann ja mal hier lang reiten. Also immer wenn der Controller vibriert, also ist es halt dann einfach so, dass man sich dem Schatz einfach nähert und es vibriert schon ein bisschen mehr. Umso näher ich hier rankomme. Ich werde jetzt mal vom Pferd absteigen. Ja, tut sich was. Ui, was haben wir denn hier? Da ist er. Jetzt vibriert es nicht mehr, aber jetzt zeigt es mir auch so an, dass er euch die Schätze so anzeigt mit Adlerauge. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das könnt ihr freischalten, glaube ich. Dass ihr das auch auf weitere Entfernung seht. Bei Schätzen könnte es ein bisschen schwierig werden, aber ich denke mal, bei anderen Sachen gibt es da Möglichkeiten, das auch irgendwie freizuschalten. Genauso wie größere Taschen oder mehr Kapazitäten in den Taschen. Die Dinge gibt es dann auch mit dem Outlaw Pass, die ihr euch freischalten könnt. Aber ich denke mal, viele wissen es ja eben auch und viele haben ja jeden Outlaw Pass. Ich habe nicht jeden Outlaw Pass. Ich habe halt nur 4 und 5 und habe aber auch dafür 4 und 5 komplett durchgespielt. Also, ne, was heißt komplett durchgespielt? Ich habe halt den maximalen Rang erreicht und jetzt nehme ich mal meine Belohnung endlich, bevor ich jetzt hier noch eine Stunde Quatsch. Und es gibt, wow, $130. Ey, das ist ordentlich. Hey, das war ordentlich. $130 und 1,5 Gold. Wow. Wow. Das ist mal eine feine Sache jetzt hier. Wie komme ich hier wieder runter? Hallo? Komme ich hier runter? Hier? Okay. Hier runterspringen. Jawohl. Oh.
Und ich müsste ja eigentlich Cripsyline ein paar Waren bringen. Aber ich könnte mal nachgucken, was es noch für tägliche Herausforderungen heute gibt. Also zwei habe ich jetzt geschafft. Der Mount Hagen auf Abruf gewesen und eine Story-Mission abgeschlossen. Wer da drauf Bock hat, kann das gerne machen. Gegnerische Nichtspielercharaktere vom Pferd mit einem Lasso gefangen, auch lustig. Katzenwälze gefangen und Valentine und Van Horn innerhalb von einer halben Stunde besucht. Und das klingt gut, weil wir waren gerade in Van Horn. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir reiten am besten nach Van Horn. Jawohl. Und schon schwuppdiwupp haben wir unsere nächste Goldbelohnung. Unsere nächste Herausforderung. Reit mal los. Auf geht's. Und ich kann ja weiterhin noch so ein bisschen was erzählen. Was gibt's Neues? So richtig Neues gibt's eigentlich nicht. Bei Red Dead Online, denke ich mal, gibt es auch nichts Neues. Diese Woche ist Schwarzbrennerwoche bei mir. Ich sage, das ist, kann sich zeitlich immer ein bisschen verschieben, weil meine Videos meistens nicht am selben Tag hochgeladen werden, sondern naja, immer so zwischendrin mal. Also weiß nicht, vielleicht ist jetzt auch für euch keine Schwarzbrennerwoche mehr. Hier ist es auf jeden Fall Schwarzbrennerwoche. Da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Ich wollte eigentlich auch den Kupferkessel kaufen und die Kühlung und das ganze Zeug, wenn ich genug Dollar zusammenbekomme. Aber es war, wie gesagt, die Woche sehr stressig für mich. Ich musste sehr viel arbeiten und ja, da war halt einfach nicht viel Zeit zum Spielen und auch nicht viel Zeit zum Videos machen und so weiter und pipapo. Ja, war halt einfach nicht und dadurch hat sich's halt auch nicht ergeben, dass ich hier meine Dollars zusammenkratze und meine ganzen Goldvorräte auffülle und weiß der Geier was. Wie gesagt, ich spiele komplett ohne Echtgeld. Also ich habe das Spiel gekauft, ist ganz klar. Und ich habe auch die Story gespielt und so weiter, das habe ich auch schon erwähnt. Aber ich werde weiterhin kein echtes Geld in dieses Spiel stecken, sondern ich werde mir meine Belohnungen selbst verdienen. Und wie gesagt, ich spiele ja schon seit Monaten jetzt und es ist halt einfach mal so, ich habe zwar jetzt auch 117 Gold, das ist vielleicht für den einen oder anderen einfach nur Peanuts. Ich habe auch bloß 4.400 Dollar. Klar, man kauft sich mal hier ein Pferd, man kauft sich hier mal eine Stallerweiterung oder man kauft sich einfach mal ja hier so einen Kühler hier für die Schwarzbrennerei. Das frisst ja alles Geld und da brauchst du ja auch unheimlich viele Dollars jedes Mal und dadurch kommt es halt dann einfach nicht zustande, dass man, sage ich, das benötigt allen. Also warum Echtgeld zahlen? Für was? Wenn ich es mir erspielen kann, auch wenn es erschwert worden ist. Es muss ja damals leichter gewesen, man hat mehr Gold bekommen, man hat mehr Dollars bekommen, angeblich. Ich habe zu der Zeit nicht gespielt, aber man muss halt einfach dazu sagen, das macht ja den Reiz irgendwo noch aus, dass wenn man hier selber spielt, na, egal ob ihr gute Spieler seid oder schlechte Spieler seid oder keine Ahnung was, da geht schon auch wirklich darum, sich das selber zu verdienen und das auch so zu machen. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn jetzt Rockstar sagen würde, hey, pass auf, kannst du viel Dollars und so viel Gold verdienen, wie du willst im Spiel und wir erhöhen das alles und jeder zahlt halt einen kleinen Mitgliedsbeitrag, dann wäre das jetzt auch nicht so schlimm, wovon ich jetzt nicht halten würde, wenn man dafür monatlich 5 Euro zahlen müsste oder so, fände ich jetzt uncool. So ein Abo irgendwie abschließen bei Rockstar oder so. Ich glaube, da würde man auch sehr viele Spiele verlieren, wenn man das so machen würde. Aber so ist es halt einfach freiwillig. Man kann jetzt einfach sagen, okay, ich gebe jetzt 50 Euro aus und habe dann, weiß nicht, wie viel Gold hat man dann für 50 Euro? Ich denke mal, 50 Euro, so 200 Goldbarren könnten da schon dabei rumkommen, oder? Denke ich mal, ich weiß es nicht genau, ich bin nicht auf dem Laufenden. Und wenn man das dann hat, dann hat man dann 200 Goldbahn und dann kauft man sich den Kühler in der Schwarzbrennerei und dann kauft man sich vielleicht den Kupferkessel und dann denkst du dir, den hättest du dir doch jetzt eigentlich auch erspielen können. Also so bin ich halt einfach. Ich denke mal, hey, das kannst du da alles erarbeiten. Das kannst du alles erspielen, das kannst du alles so machen. So, sobald man das erste Mal echtes Geld reingesteckt hat, wird man das wieder tun und man wird dann vielleicht auch gar keine Lust mehr drauf haben, das Spiel überhaupt zu spielen, weil man hat dann das gekauft und das gekauft und das und das und das und dann verliert sich halt irgendwie die Lust. Ja, also es ist jetzt in keinster Weise eine Kritik an Rockstar oder irgendwas oder irgendwie an irgendwelche Spieler, die da echtes Geld investieren wollen. Jeder, der echtes Geld reinstecken will, der soll das tun, also auf jeden Fall. Vielleicht kommt er wirklich mal durch die
durch die Kassen, die da doch aufgefüllt werden, mal ein neues Update oder so. Das kann ja mal sein. Aber meine Meinung ist halt, man würde oder man wird halt einfach schnell die Lust am Spielen verlieren, wenn man da echtes Geld reinsteckt jedes Mal. Und sich, ah ja, okay, ich habe die Belohnung. Cool, 0,2 Gold und so macht man das. So funktioniert das am einfachsten und ich bin jetzt in Van Horn. Und das ist kein Missverständnis. Tja, die hat einen erschossen. Ich war jetzt ein bisschen ruhig hier. Ja, nachdem ich jetzt so viel gebabbelt habe, habe ich mir das jetzt angeguckt und... Wen hat die da jetzt erschossen? Wer ist das? Ist das jetzt eine Frau gewesen oder war das ein Mann? Es war eine Frau. Ich werde sie nicht plündern. Oder soll ich sie plündern? Nee. Nee, macht man nicht. Lass mal. Doch, weißt du was? Mich interessiert jetzt. Ich will die jetzt plündern. Ich will mir das anschauen. Was die dabei hat. Mal plündern. Nee, ich trage bereits die maximale Anzahl an diesem Gegenstand. Na gut, Leute. Also wie gesagt, so viel zu dem einen, so viel zu dem anderen. Ich würde sagen, an der Stelle ist hier jetzt erstmal Schluss. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Red Dead Online mit eurem Ortega. Bis auf Weiteres. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst keinen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Sondern ignoriert es einfach. Und wenn es euch ganz, 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 ganz toll gefallen hat, dann könnt ihr sogar den Kanal abonnieren. Okay, also, ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye, bye.